Herzlich willkommen zurück bei unserer Porträtstrecke Crash Course Porträt mit unserer bezaubernden Viviana. Ja, ich würde gerne sagen, wie war die letzte Woche? Aber es gab ja keine letzte Woche. Wir haben jetzt gerade direkt weitergemacht. Ja. Gerade eben hatten wir die Ausrüstung besprochen. Jetzt kommen wir endlich zum Fotografieren. Ähm, dieses Video und die jetzige Lektion die geht darum, dass wir Technik reduzieren und uns um das Sehen, um das bewusste Sehen kümmern. Das bedeutet also, Überschrift habe ich mir aufgeschrieben, ist Reduzierung, weniger Technik, mehr bewusstes Sehen. Fotografieren ist ein Arbeiten mit Licht und darum wird es heute gehen. Also, Viviana, ähm, was heute erreicht werden soll, ist erstmal, dass du die Technik vergisst und im Grunde genommen dich mehr um das konzentrierst, was du eigentlich siehst, was du eigentlich wahrnimmst. Okay. Ähm, Dafür müssen wir auch ein bisschen in, 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 in eine theoretische Sache gehen. Ich muss auch gleich noch was aufschreiben, denn Arbeiten an der Kamera ist immer Arbeiten mit dem vorhandenen Lichtgegebenheiten. Ich habe jetzt hier gerade ein LED-Licht. Das LED-Licht, das kann ich anschalten und im Grunde genommen kann ich das hier auf unseren kleinen Mannekes richten. Mhm. So, wie du jetzt gerade gesehen hast, wurde die rechte Seite jetzt heller und die linke Seite hier unten zum Beispiel, die ist dunkel. Ja. Wie nennt sich denn das, wenn das hier hell ist und das da dunkel? Das nennt sich Licht, Licht und, und Schatten. Schatten. Genau. Die Fachsprache redet hier aber vom sogenannten, und jetzt schreiben wir das hier auf, Kontrast. Ein Kontrast ist ja nichts anderes als ein Unterschied. Mhm. Und ein Unterschied zwischen hell und dunkel heißt in der Fotografie Kontrast oder wird auch... Dynamik genannt. Wobei Dynamik wieder ein bisschen was anderes ist, aber das ist im Endeffekt das Gleiche. Ähm, wir werden es gleich noch ein bisschen ausdifferenzieren. Wo kennst du zum Beispiel in der Fotografie oder in der gesamten Welt eine hohe Kontraste oder eine hohe Dynamik? Wenn wir draußen fotografieren, dann ist doch der Himmel immer sehr hell. Und wenn wir zum Beispiel im Schatten fotografieren, dann ist der Schatten meistens relativ dunkel. Ja. Was, oder, oder du fotografierst innen drin und hast ein Fenster. So, Dann ist draußen ja. sehr hell und drinnen sehr dunkel. Ja. Das nennt sich eine Hochkontrastsituation. Mhm. Und sowas zu erkennen, ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, wie wird denn jetzt der Unterschied zwischen hell und dunkel wirklich gemessen? Du fragst dich jetzt, wofür brauche ich das Ganze? Ja. Aber du wirst gleich wissen, wofür du es brauchst, wenn du es nämlich einmal verstanden hast. Ja. Also, der Unterschied zwischen hell und dunkel wird... Also, sozusagen die Maßeinheit sind sogenannte Blendenstufen oder sogenannte Blendenschritte. Ja, das ja. ist das Gleiche. Okay. Hast du schon mal gehört, dass jemand Fotograf gesagt hat beim Fotoshooting: Oh, verdammt, das habe ich jetzt überbelichtet, das Bild? Ja. Hast du schon mal gehört, dass ein Fotograf gesagt hat, boah, das ist eine Blende zu dunkel? Ja. Hast du schon mal auf deiner Kamera vielleicht gesehen, diese Skala, die oben läuft, die sieht dann so aus, dass also hier ist 0 und dann kommt hier zwei kleine Striche und dann kommt wieder ein großer, zwei kleine, großer und dann steht hier plus 1, plus mhm. 2 und hier ist dann hier minus 1, minus 2. Ja, das finde ich. Das ist eine Belichtungswaage mhm. und diese Schritte hier sind wahrscheinlich was. Die Blenden -Schritte. Genau. Und deswegen kommen wir dazu, dass wir sagen: Die Maßeinheit für hell-dunkel sind sogenannte Blendenstufen. Und jetzt kommt eine Sache, die sehr, sehr, sehr verwirrend ist. Und zwar: Wir super, super coolen Deutschen, wir kürzen, weil wir zu faul sind. Und wir sprechen das im Endeffekt einfach aus im Jargon, in der Fachsprache als Blende. Ja. Das heißt, das Bild ist eine Blende zu dunkel, mhm. das Bild ist eine Blende zu hell. Was aber wirklich gemeint wird, ist was? Ein Blendenschritt. Ein Blendenschritt. Ja. Gut. Jetzt müssen wir rauskriegen, was ist denn jetzt ein Blendenschritt? Und was du dir merken musst, ich mache jetzt mal blau dazu, die Maßeinheit ist eine relative Maßeinheit und heißt im Endeffekt nichts anderes, außer Faktor 2 oder Faktor 1,5. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich dir sage, du brauchst eine Blende mehr Kohle, dann brauchst du doppelt so viel. Okay. Ja, hast du mal gebacken? Ja. 500 Gramm Mehl. Dann sage ich dir, du brauchst eine Blende weniger Mehl. Dann brauchst du anstatt 500 250. Das, das ist ein bisschen anderes Denken und das ist genau der Punkt, den, den du lernen musst. Die Kamera denkt relativ. Die denkt immer nur in Halbierung und Verdoppeln. Wenn mhm. du dein Bild eine Blende heller machst, dann will die Kamera wie viel Licht? Eine doppelte Blende. Doppelt so viel. Mhm. Ja, doppelt so viel. Egal was, ja. aber sie will doppelt okay. so viel. Wenn du sagst, ich will eine Blende dunkler machen, dann ja. will sie halb, halb so viel. Mhm. Das ist ganz schwer für uns Menschen, weil wir denken absolut. Wir brauchen immer 10 Äpfel, ja. 20 Äpfel. Und für die Kamera ist das alles so: für die ist im Endeffekt die Änderung von einem, zu 2 oder von 1000 zu 2000 genau gleich. Mhm. Und jetzt kommt ein sehr, sehr, sehr cooles Beispiel und zwar eine Million Euro. Wenn jetzt hier jemand durch die Tür kommen würde und würde uns beiden eine Million Euro geben, dann würden wir sagen: oh, Buddy! Für uns ist eine Million ziemlich viel Asche. Ja. Gut, jetzt gehen wir zu Bill Gates und gebt dem eine Million. für ja, den Dann sagt er: Alter, bist du hier bescheuert, mich für eine Million zu stören hier? Da muss ich ja an die Tür kommen wegen der Million. Das merkt er ja gar nicht. Ja, okay, Jedes Mal ich. ist es eine Million. Mhm. Für den Martin und die Viviana ist eine Million viel Geld. Mhm. Für Bill Gates ist es nicht mehr viel Geld im Endeffekt. Ja. Und genau so musst du für die Kamera auch denken. Das wird nochmal zurückkommen, wenn wir jetzt mal sehen. Was eigentlich das Problem ist. Wenn ich jetzt das Licht hier anmache, mhm. dann ist hier ziemlich hell und hier ist ziemlich dunkel. Ja. Siehst du das hier noch, was hier außen ist im Dunkeln? Siehst du da noch Holzstruktur? Nicht mehr so gut, nein. Aber du siehst sie noch? Ja, ich sehe sie noch. Und du siehst auch hier im Hellen die Struktur, dann oder? Dann sieht man sie besser, ja. Genau. Dein Auge hat damit gar kein Problem. Nee. Bist du manchmal in einem Raum und willst fotografieren oder guckst aus dem Fenster und du siehst da draußen die Straße? Und wenn du die Kamera anmachst und willst fotografieren, dann ist was? Dann ist einfach nur das Fenster hell. Ja, genau. Ja, stimmt. Der Punkt ist, das Licht ist sehr schwierig für die Kamera zu handhaben, weil es zu viel ist. Und mhm. jetzt kommen wir zu dem Punkt. Unser menschliches Auge hat ungefähr 20 Blenden Dynamik. Mhm. Eine Kamera... hat ungefähr 12 bis, ich würde sagen, 14 Blenden. Und da haben wir schon wieder was entdeckt. Und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen 12 und 13 Blenden? Eine Blende ist nicht nur eins, sondern ist die komplette Verdoppelung der Informationen. Das heißt, wenn jetzt eine Kamera rauskäme, die eine Blende mehr Dynamik hätte, dann könnte die doppelt so viel Informationen auffassen. Mhm. Und das ist jetzt genau der Punkt, den du im Endeffekt als gute Fotografin in deinen Kopf bekommen musst. Die Kamera ist wir für die Millionen. Unser Auge ist Bill Gates. Wir gucken hier drauf und sagen: Hey, sieht doch gut aus. Jetzt habe ich gar kein Problem damit. Mhm. Die Kamera sieht aber nicht so gut wie wir. Die Kamera hat damit schon ein Problem. Und das ist die Kernproblematik für alle Menschen, die fotografieren wollen: Dass sie im Endeffekt ihre Augen nehmen und sagen: Boah, sieht das gut aus. Das will ich fotografieren, aber nicht verstehen, dass die Kamera das gar nicht so sieht. Mhm. Die Kamera sieht viel schlechter als unser Auge. Ja. Und im Grunde genommen muss ich erst als Fotografin oder als Fotograf erst mal lernen, mich sozusagen schlecht zu machen. Ich muss mein, mein Sehen downgraden. Mhm. Guck mal. Wenn ich jetzt hier eine Kamera mit zwölf Blenden habe, und jetzt sind wir bei dem Punkt, dann ist das der dunkelste Punkt. Und das ist hellste Punkt. Und ich habe jetzt eine Kamera, die macht 13 Blenden Dynamik. Dann macht die Kamera im Endeffekt doppelt so viel Information. Verstehst du? Eine Blende verdoppelt die Information, die mhm. die Kamera sieht. Und jetzt überleg dir mal, wenn unser Auge 20 Blenden sieht, jetzt müsstest du ja diese Information ja, nehmen genau. und nochmal verdoppeln. Ja. Und dann müsstest du diese Information nochmal noch mal verdoppeln. verdoppeln. Wir wären da am Ende der Studiowand. Boah. Also unser Auge ist nicht nur, dass wir sagen, ja, wir sehen halt ein bisschen besser. Ja, ist ja schon gewaltig. Sondern das verdoppelt sich. Sagt ihr das? Äh, sagt ihr dieses Märchen was, wo der, äh, wo der König den Baumeister belohnen möchte mit Nein. den Reiskörnern? Nein, das kennen. Es gibt, nicht. es gibt, ein, es, gibt ein, es gibt eine Erzählung ähm, aus dem, aus dem, ja, ich weiß gar nicht, Ägypten oder sowas, war. Da hat jemand, ein Baumeister, hat einen König beschissen so im Endeffekt, weil er halt so blöd war. Das Erzählt, man hat mir erzählt, damit ich Mathe lernen. <laughs> ähm, und zwar hat der König gesagt, Baumeister, du darfst dir was wünschen oder ich überschütte dich mit Gold. Da hat er gesagt, ich will gar kein Gold, ich will Reiskörner. Und das Schachbrett vor dir, das füllst du bitte mit Reiskörnern. Und du fängst beim ersten Schachbrett an, Feld, und machst ein Reiskörner, machst dann zwei Reiskörner, vier Reiskörner. Und der verdoppelt mit jedem mhm. Feld immer die Anzahl der Reiskörner, die davor existiert ja. haben. Und der König, der konnte halt kein Mathe und hat gesagt, ja, Reiskörner, der will ja Reiskörner. Reiskörner sind gar kein Problem. Das Problem ist aber, 100 Schachbrettfelder heißt 2 hoch 100 und die Zahl ist so exorbitant, ich glaube, ich habe es mal nachgeguckt, innerhalb das viertletzte Feld, also nicht mal das letzte Feld auf das Schachbrett, sondern das viertletzte Feld. Du müsstest ein Jahr alle Reiskörner auf der ganzen Welt zusammensuchen, um das zu füllen. Und wenn du das dann machst, müsstest du ja sozusagen zwei Jahre lang warten und dann müsstest du schon vier Jahre warten und dann müsstest du acht Jahre warten. Also das sind exorbitante Zahlen, die explodieren. Und was wir beim Fotografieren immer wieder als Problem haben, ist immer genau diese eine Sache: mhm. Wir sehen zu gut. Unser Auge lässt sich täuschen von oder unser Sehen lässt sich täuschen von unserem Auge. Gut, lass uns mal zusammenfassen: In der Fotografie wird Kontrast genannt, der Unterschied zwischen hell und dunkel. Die Maßeinheit ist im Grunde genommen Blenden. Mhm. Wenn du sagst, deine Kamera hat eine Dynamik und zwar ein Unterschied von hell-dunkel, von zwölf Blenden, dann kann die schon relativ viel darstellen. Aber unser Auge hat 20 Blenden Dynamikumfang. Das, das hast du schon mal wahrgenommen. Wir stehen in einem Zimmer und gucken aus dem Fenster und sehen draußen die Welt ja. und sehen hier innen drin sehen wir auch alles. Probiere alles. das mal mit der Kamera zu fotografieren. Mhm. Das wirst du nicht. Du kannst entweder auf draußen belichten genau, ja. oder auf drinnen belichten. Genau. Und jetzt ist sozusagen deine Aufgabe, das hier zu vergegenwärtigen. Mhm. Gut, wie machen wir das jetzt? Also, Punkt Nummer eins, ich mache jetzt erstmal die Kamera an. Ich tippe hier erstmal drauf, damit wir hier fokussieren können. Und jetzt siehst du mal, hier herrscht eine gewisse Dynamik vor. Wenn du jetzt mal drauf gehst, also im Detail auf die Reflexe auf den Schultern hier, also ups, hier auf den, auf den mhm. Schultern, ja, dann siehst du, da ist schon sehr viel heller als als, sozusagen, als wir das sehen. Ja. Guck mal diesen, diesen, diesen kleinen Fleck an, der hier auf der Schulter existiert. Der hier. Ja. Der hier. Guck mal, da ist er schon fast weiß. Ja, und und hier ja, Nein. ist er ja. gar nicht weiß. Das heißt, die Kamera ist meinem Auge unterlegen. Und das hat nichts mit dieser Kamera zu tun, sondern das hat was mit jeder Kamera mhm. zu tun. So kommen wir jetzt zu deiner Aufgabe. Und im Grunde genommen heißt das Schulen des Auges. Wir gehen hier an der Kamera auf den sogenannten P-Modus, also Programmautomatik. Ja. Das bedeutet, die Kamera macht alles. Zusätzlich, damit die Kamera wirklich alles macht, gehen wir bei den ISO-Werten auf intelligente ISO-Automatik. Das heißt, auch die Kamera entscheidet selber über die ISO. Du kannst an der Kamera gar nichts mehr einstellen. Okay. Ich möchte auch bitte nicht, dass du irgendwas am Fokus rumänderst. Die Kamera fokussiert irgendwohin, irgendwo, meistens auf das Motiv im Vordergrund. Ja, das heißt, guck mal hier, ich, sie sucht sich eigenständig einen Fokus raus. Du kannst hier draufklicken und sagen, okay, das will ich scharf haben oder sowas. Das ist völlig in Ordnung. Okay. Aber jetzt haben wir die Kamera erstmal komplett reduziert eingestellt. Und was du jetzt bedienen kannst, ist, du klickst einmal auf dieses Rad hier oben drauf. Mhm. Also das Rad, das, das, dieses Rad, das lässt sich auch klicken. Ach so. Und dann hast du diese Belichtungsskala. Ja, und jetzt kannst du das Bild heller oder dunkler machen. Und nur die darf ich nutzen. Und nur die darfst du nutzen. Okay. Denn was die Aufgabe im Endeffekt jetzt ist, ist, Situationen zu erkennen, die gut zu fotografieren sind, und Situationen zu erkennen, die schlecht zu fotografieren sind. Mhm. Es gibt nämlich Situationen, da kann man kein tolles Foto machen. Und sowas zu erkennen ist genauso wichtig und erstmal die Grundlage. Genauso gibt es Situationen, wo du sagen musst: Boah, das sieht toll aus, weil ich weiß, dass es toll aussieht. Wenn man als Fotograf Erfahrung hat, dann hat man so Situationen, wo man sagt, hey, das mag vielleicht gar nicht jetzt schön aussehen, aber wartet mal ab, bis ich ein Foto hier gemacht habe. Und genau das muss entstehen. Und du kannst die Kamera ruhig mal selber entscheiden lassen, was sie macht. Mhm. Solange du ihr die Helligkeit vorgibst, hält sie sich ja daran. Okay. Das heißt, draufklicken und sagen, das ist mir jetzt zu hell, ich will jetzt dunkler machen. Und jetzt plötzlich erkennst du, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die Situation gehen, wir gehen mal hier ran. Ich mache jetzt mal das Display aus, damit man das wirklich auch sieht. So. Jetzt haben wir ja schon das Männchen. Und das Männchen sieht ja jetzt hier schon anders aus, als in, mit den Augen gesehen. Du siehst die Reflexe, die zum Beispiel hier oben auf der Schulter sind, auf dem Teil, die siehst du hier schon ausbrennen. Ja. Wenn ich jetzt hier runter gehe, dann sieht man mal, ich gehe jetzt mal eine, eine Blende runter, bin ich jetzt gegangen. Ja, da ändert Aber sich gar nicht. Das ist immer noch hell. Ja. Ich gehe nochmal eine Blende runter. Jetzt langsam, langsam kommt da oben die Zeichnung mhm. rein. Aber verstehst du, du, du musst sozusagen lernen, wie deine Kamera zu sehen, um mhm. überhaupt. Zu fotografieren zu können. Und das hat erstmal gar nichts mit der Kamerabedienung zu tun, sondern es hat wirklich was mit, mit dem Augenschulen zu tun. Schlimmer es, wenn man jetzt zum Beispiel hier noch das Licht dazu macht. Jetzt guck mal drauf. Oh ja. Jetzt guck mal, vergleich mal das, was du hier siehst, ja, das mit ist, dem. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich müsste, und hier ist ja das Gesicht, ist ja auch noch viel zu hell. Ich müsste ja so runtergehen. Mhm. Und jetzt guck dir mal an, hier ist das Bild schwarz-weiß. Ja. Und hier, ich sehe, ich sehe das, ich sehe den, ich, ich sehe noch den Baum im Hintergrund, ja. die Kamera gar nicht mehr. Und genau diese Sachen zu erkennen, das ist jetzt die Aufgabe für das, für die kommende Woche. Okay. Du wirst umherlaufen, wirst sagen, es sieht eigentlich gut aus. Ich es mal. Und dann sollst du durch die Kamera durchspielen. Du sollst durchgehen und sagen, ähm, mache ich's heller, mache ich's dunkler. Es gibt ja sowas wie eine richtige Belichtung nicht. Es gibt ja im Endeffekt nur ein schönes Bild. Und überhaupt zu erkennen, so sieht die Kamera, so sehe ich ist wichtig. Was ich dich dann bitten würde, ist, dass du hingehst und sagst, ich habe jetzt mal ein Bild gemacht und dir das Bild auch in Ruhe noch mal vielleicht danach anguckst, sagst, okay, Moment mal jetzt ganz in Ruhe. Das Bild sieht so aus mit meinen Augen. Dann muss ich in Zukunft erkennen, dass ich das eben gar nicht so fotografieren kann. Mhm. Das ist super schön mit der Kamera, weil durch den elektronischen Viewfinder läufst du ja am Endeffekt durch die Gegend und kannst ständig draufdrücken, ja, genau. heller machen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du sagst, das finde ich ein schönes Bild. Ich, mhm. ich will das nicht vornehmen, aber <laughs> es, es, kann, es kann sehr schöne, unterschiedliche Belichtungen geben. Und ähm, guck mal, wenn man jetzt mal das Licht nimmt und wir machen so, so ein bisschen von hinten mehr, das Licht, dann, 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 dann kann es sein, dass, dass das jetzt auch ein schönes Bild gibt. Mhm. Ja? Ähm, also überhaupt zu erkennen, was sind die Möglichkeiten, was kann ich wie machen, das ist die Aufgabe für diese Woche. Und was soll am Ende dabei rauskommen? Superschöne Schwarz-Weiß-Bilder von also, deiner Umgebung. Du okay. kannst mal irgendwie morgens den Kaffee fotografieren. Du musst bloß anfangen, hell-dunkel zu erkennen. Wir laufen durch das Leben und für uns ist Kontrast kein wirklicher Kontrast. Ja. Weißt du, wir sehen alles. Wir haben hell, genau. wir haben dunkel. Für uns gibt es eigentlich nur ganz viel Grau. So, Mittelwerte. Mhm. Für die Kamera ist aber teilweise schon sehr viel sofort schwarz und sehr viel schon sofort weiß. Mhm. Du musst einfach fotografieren, dann siehst du, dass so eine, so eine Jeans, wie ich jetzt sage, so eine schwarze Jeans, für die Kamera vielleicht tödlich ist zu fotografieren. Mhm. Du musst lernen, welche Stoffe, welche Materialien nicht gut zu fotografieren sind, weil sie einfach gar nicht gut rauskommen. Und das lernt man, indem man erstmal die Technik komplett beiseite legt. Okay. Also, die ja, Technik ist erstmal völlig in, äh, egal. Und jetzt stelle ich dir noch was ein und zwar, ich gehe nochmal ins Menü. Und ich habe dir ja gesagt, Panasonic ist sehr, sehr, sehr fortschrittlich, was so, ähm, was so Sachen aus dem Kompaktbereich gibt. Zum Beispiel die Speicherung von, von ich kann es übrigens auch mit Touch bedienen, die Speicherung von Bildern. Und ich, ich stelle dir die Kamera jetzt so ein, dass du direkt Schwarz-Weiß-Bilder bekommst mit einem ähm, normalen Kontrast, aber ein bisschen mehr Schärfe. Das heißt, die Kamera macht jetzt Schwarz-Weiß-Bilder. Ich zeige es dir, ja. indem ich einfach mal das Licht hier ausdrehe. Und jetzt belichten wir wieder heller. Und jetzt siehst du... Ja. Dass hier hinten der grüne Baum hier schwarz-weiß ist. Ja. Jetzt habe ich dir die Kamera so eingestellt, dass du auch nur noch hell dunkel siehst. Auch wenn du hier oben durchguckst, wird dein Bild nur noch schwarz-weiß sein. Mhm. Das heißt, du erkennst nur noch Luminanzen. So heißt es im Fachbereich. Helligkeiten. Helligkeiten sind Luminanzen. Ja, ich habe ein bisschen wenig Platz. <laughs> ähm, Luminanzen. Wenn du das drauf hast, hast du eigentlich schon gewonnen in der Fotografie. Also zu erkennen, boah, das kriege ich hin, mhm. das kann die Kamera. Du lernst auch im Endeffekt die Möglichkeiten deiner Kamera kennen. Du lernst kennen, was kann die noch aufnehmen, was lasse ich weg. Und ähm, ein ganz, ganz, ganz großes Problem, was vor allem wir Männer haben, ist, dass sie das Denken gar nicht drin haben. Männer und Frauen unterscheiden sich in einem großen, in einem großen Element in der Fotografie. Und zwar, Männer in der Fotografie, so habe ich die Erfahrung gemacht, lieben Herausforderungen. Inwiefern? Da ist eine Situation und die ist unfassbar schwierig zu fotografieren. Und es gibt unfassbar viele Männer, die sagen, die Nuss, die knackig. Die, 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 die stürzen sich dann da rein und wollen im Endeffekt da ein gutes Bild machen. Während Frauen oftmals hingehen und sagen, ey, was soll ich hier ein Foto machen, das ist doch scheiße. Ich gehe lieber woanders hin. Aber Männer verbinden das woanders hingeben eben auch gerne mit Wegrennen. Und wegrennen tut man als Mann nicht. Verstehst du, das ist so, das ist aber genau die falsche Einstellung. Früher habe ich genau so ein Denken drauf gehabt. Ich habe gesagt, das ist schwierig, das ist kein Grund wegzurennen. Ich kriege das irgendwie hin. Zwischenzeitlich würde ich sagen, hey, Warum soll ich in einer schwierigen Situation fotografieren, wenn fünf Meter nebendran die Situation einfach ist? Das ja. heißt, wir bauen im Endeffekt den Grundstock auf, zu erkennen, wo Fotografieren zu guten Ergebnissen führen wird und wo du dir das Leben selber schwierig machst. Mhm. Und auch wenn ich selber ein Kerl bin, das hier ist not gut. Du kriegst die besten Ergebnisse, wenn du der die besten Situationen raussuchst, weil was ja nachher noch dazu kommt in der People-Fotografie, du musst ja noch einen Menschen vor dir haben. Du weißt ja selber als Model, du musst gesprochen, du musst auf Details achten, du musst mhm. loben, du musst posing, du musst so viele Sachen machen. Wenn du nicht eine Situation nimmst, die dir das Leben einfach macht, dann ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, das, das geht auch. vielleicht in der Landschaftsfotografie, das geht vielleicht in der Makrofotografie mhm. oder sonst was, aber in der People-Fotografie ist das das ja. ist ein Fundament, was kein Fundament ist. Und was Du sozusagen in dieser Szene erkennen musst, in dieser Woche ist, wann ist Kontrast geil, mhm. wann sieht es nicht gut aus. Du sollst nicht immer nur im Schatten fotografieren, sondern du sollst nach Kontrasten suchen. So wie wie das hier, das kann ja ein mega geiles Bild geben, wenn du das jetzt zum Beispiel dunkler machst und sagst, boah, cool, das ist ja voll das stimmige Bild, mhm. das entspricht ja jetzt schon eigentlich dem Akt. Also das wäre ja. jetzt zum Beispiel ein Aktfoto, wo du sagst, boah, geil. Mhm. Also hättest du jetzt hier die Verknüpfung, wo du sagen, geil, Kontraste, Formen kommen raus im Gegenlicht. Ja, wenn du jetzt hingehst und, und, und du sagst, ähm, ich mache das Foto, ich gucke es mir mal an und ich gehe jetzt ran und sage, hey, da ist ja noch ein bisschen Zeichnung, da, da, da ist ja noch was da. Ja, er hat jetzt vorne, glaube ich, auf die, da auf die Hand fokussiert. Ähm, aber hey, da, da brennt ja noch gar nichts richtig voll aus. Dann, dann ist das eine Erkenntnis, die du abspeichern musst. Mhm. Du musst ganz, ganz, ganz viel abspeichern, immer wieder und Rückkopplungen schaffen. Das heißt Situation, Auge... Kamera. Speichern. Nächste Situation. Auge, Kamera. Das ist sozusagen die Aufgabe. Du darfst alle Objektive verwenden. Okay. Du darfst aber nicht aus dem P-Modus und du darfst nur über das Rad hell-dunkel machen. Glaub okay, mir, das ich damit kann man schon extrem, extrem geile Bilder machen. Und falls du dich jetzt fragst, das ist ja diese Skala, diese Blendenskala. Ja, die hier. Mhm. Das hat nichts mit der eigentlichen Helligkeit zu tun, sondern das, das ist bloß... Jetzt belichtet er das Bild auf Grau. Also, wenn du jetzt alle Pixel zusammenrechnest, kommt jetzt ein neutrales Grau raus. Die Kamera belichtet in der Automatik immer bei Null so, dass das gesamte Bild grau wird. Das kann ich dir zeigen, indem ich einfach mal die Lichtquelle direkt ins Objektiv richte und du siehst, plötzlich fährt er das so runter, dass kumuliert zusammen diese hellen Punkte hier ergeben, zusammengerechnet mit dem Schwarz. Grau. Ja. Also in der Mitte sind die so hell, dass das Schwarz hier mhm. hell gemacht wird. Und du siehst, sobald ich hier wieder rausgehe, ja. geht er wieder auf hell. Das bedeutet also, mach dir keine Gedanken über die eigentlichen Werte, okay. sondern du fährst wirklich nur rum und, schau, und du guckst sehe. nur aufs Bild. Du guckst nur aufs Bild. Ja. Ja? Okay. Das ist die Aufgabe. Gut. Wie viele Bilder? Was soll ich, so also irgendwelche Vorgaben noch? Zehn Bilder will ich von dir, dass wir besprechen. Okay. Du darfst die zehn besten, besten Bilder nehmen. Du darfst okay. alles fotografieren. Es müssen keine Porträts sein, das darf eine dampfende Tasse Kaffee sein im Morgen, am Morgen im Gegenlicht, das kann irgendwie Tropfen, die regnen sind und alles, völlig egal. Okay. Schwarz-weiß, coole Fotos, die wir ausdrucken und die wir nächstes Mal angucken. Und dann gucken wir mal, dass wir im Endeffekt analysieren, was war cooles Licht mhm. und was nicht. Okay. Und du also. versuchst dir zu merken bei den Bildern, sah das wirklich so aus? Oder war es vielleicht so, dass es komplett anders aussah, wie du es mit deinen eigenen Augen gesehen hast? Das mache ich. Gut, wir wären schon wieder am Ende. Das wäre Step Number One. Also, Kamera kann extrem viel, aber bevor wir die Kamera einsetzen mit dem, was sie kann, brauchen wir im Endeffekt erstmal unser Sehen. Und wer als Fotograf nicht wirklich bewusst sehen kann, der braucht gar nicht erst fotografieren. Und das ist das Erste, was wir hier in dieser Strecke lernen.